So Leute, ich habe es geschafft. Ich habe mich durch die Serie beziehungsweise durch die erste Staffel von Jurassic World Camp Kreidezeit durchgequält, wollte ich gerade fast sagen. Aber kleiner Spoiler schon mal vorweg, eine Qual war es gar nicht. Viel Spaß mit dem Video und meiner Kritik. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Viele von euch haben mich darauf hingewiesen, dass ich mir doch mal die Serie Jurassic World Camp Kreidezeit anschauen soll, weil die ja sehr viel besser noch den Kanon erläutern würde und weil da eben einige Sachen auftauchen, die ich als Jurassic Park Fan sicherlich auch sehr mögen würde. Und ich habe da ab und zu mal reingeguckt gehabt und es war einfach nicht mein Ding. Ich bin auch nicht so der größte Fan von diesen Animationen. Das mochte ich auch schon bei Star Wars Clone Wars nicht. Eine coole Serie, noch cooler wäre es einfach gewesen, wenn das Ganze eine Realverfilmung geworden wäre. War es aber nicht. Und dafür, was es eben war, hatte Clone Wars super gut funktioniert und hat das Universum von Star Wars wirklich erweitert. Und dann dachte ich mir, okay, schaust du dir einfach mal die Serie Jurassic World Camp Kreidezeit an. Ich werde dazu jetzt eben staffelweise Kritiken raushauen. Und wir beginnen einfach mal mit der ersten Staffel. Ich habe sie jetzt durchgeschaut gehabt und das waren ja auch, glaube ich, nur 6 Episoden. Ich weiß nicht, ob die anderen Staffeln dann länger sind. Könnte mir aber vorstellen, dass hier erstmal nur eine Staffel geplant gewesen ist. Und als man dann eben den Erfolg der Serie mitbekommen hat, hat man sich dann gedacht, okay, lass das Ganze mal fortführen. Worum geht's in der Serie? Im Großen und Ganzen spielt das Ganze parallel zu den Ereignissen aus Jurassic World 1. Wir befinden uns zu Beginn auf dem gleichen Schiff, auf dem auch unsere beiden Kids aus Jurassic World 1 den Park erreichen. Die Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich meine, er hieß Zack, ist auch vollkommen egal. Das sind zwei sehr austauschbare Figuren. Und hier kommen wir schon mal zu einem sehr positiven Punkt. Die Figuren aus Jurassic World Camp Kreidezeit sind alles andere als austauschbar. Und das habe ich so nicht erwartet, weil sie doch sehr klischeehaft eingeführt werden. Wir haben hier Brooklyn. Ja, ich habe mir den ein oder anderen Namen doch schon merken können. Sie ist so die Influencerin, sie repräsentiert quasi so die Jugend von heute, kann man so sagen. Und jeder dieser Figuren hat irgendwie so einen richtigen Klischee-Charakter. Was sie aber dann damit machen, ist sehr interessant, weil die Figuren entwickeln sich wirklich innerhalb dieser 6 Episoden weiter. Und das muss man sich mal reinziehen, dass diese Episoden eine Laufzeit haben von ungefähr 20 bis 25 Minuten, davon eben dann 6 Folgen. Und sie schaffen es wirklich, dass sich diese Figuren lebendig anfühlen. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass hier eine Gruppe aus zusammengemischten, fremden Kindern auf einmal einen Bezug zueinander entwickelt und das nicht unbedingt im positiven Sinn, also nicht nur im positiven Sinn. Hier kommen auch Konflikte auf. Die Figuren werden tiefer erläutert. Es gibt eine Episode, bei dem wirklich 3 Figuren, glaube ich, mal so ihre Vergangenheit komplett auspacken. Alle Namen habe ich immer noch nicht im Kopf, das tut mir leid. Wie gesagt, das kommt aber noch. Wir haben hier einmal unseren Hauptcharakter, das war für mich so die Hauptfigur, umso dümmer, dass ich mir den Namen nicht gemerkt habe. Bei ihm finden wir heraus, dass sein Vater Krebs hatte. Und wir erfahren aber dann weitere Episoden lang nicht, was aus dem Vater geworden ist. Wir bekommen nur mit, dass er immer geplant hat, okay, ich will zusammen mit meinem Dad zum Jurassic World Park. Und naja, wie wir jetzt eben sehen, ist er aber alleine im Jurassic World Park. Und man fragt sich, was ist denn da passiert? Ist der Vater noch im Krankenhaus? Und dann kommt einfach raus, nee, der Vater ist gestorben. Das ist eine ziemlich heftige Szene, weil die auch sehr auf die emotionale Drüse drückt. Und da gibt es dann einfach so ein paar verschiedene Charaktermomente, die ich sehr genossen habe. Auch hier Mr. Cool Guy, für den immer alles super cool ist und alles ist super witzig. Und er gibt die Schuld und die Verantwortung immer anderen. Und dann bekommt man so ein bisschen mit, warum, wo er dann zum ersten Mal erzählt, okay, wenn ich wieder nach Hause komme, bin ich dann alleine in meinem Riesenhaus. Und er hat nie Kontakt zu seinem Vater gehabt. Und dann reden die beiden auch miteinander. Quasi die Figur, die den Vater verloren hat, spricht mit der Figur, die noch den Vater hat. Und er sagt dann eben auch, ey, es tut mir leid, dass dein Vater gestorben ist, aber du hattest wenigstens Zeit mit deinem Vater. Meiner interessiert sich ein Scheißdreck für mein Leben. Und ich dachte mir, hier wird gerade wirklich interessantes Storytelling betrieben, was wir einfach in den Filmen nie hatten. Und die Serie, zumindest die erste Staffel, baut das in sehr vielen Fällen auf. Wir haben hier auch eine Geheimagentin, mehr oder weniger. Also wir finden heraus, dass eine Figur aus der Truppe, ein Mädel, ich habe hier so Bilder, die ich einblenden kann, die hat vor, den Park auszuspionieren, und dann als Zuschauer denken wir eben die ganze Zeit, okay, die wurde jetzt beauftragt von irgendjemandem. Und auch da finden wir dann heraus, nein, das stimmt überhaupt nicht. Sie macht das Ganze freiwillig, weil ihre Familie irgendwie in die Enge gedrängt wurde.
Hier hat man sich dann komischerweise dazu entschieden, nicht Biosyn einzuführen, sondern ein anderes Biotech-Unternehmen, das als Konkurrent zu Ingen da ist. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, das ist ein bisschen doof, die Entscheidung. Man wusste zu dem Zeitpunkt allerdings auch noch nicht, dass wir Biosyn als großen Endgegner in den Filmen haben werden. Von daher ist das okay und ich könnte mir vorstellen, dass man sogar Louis Dutchen und Biosyn in den späteren Staffeln nochmal erwähnt bzw. nochmal hinzufügen könnte. Und auch die Tode teilweise. Hier muss ich ganz kurz mal auf einen Kommentar eingeben, den mir die liebe Crazy Nick Nick geschickt hat. Schöne Grüße an dich. Du hattest mir nämlich mal geschrieben, dass deine Tochter das ganze Jurassic World Camp Kreidezeit Seriengedöns sehr gerne schaut und dass du dir da ab und zu mal so Gedanken machst, ob das nicht ein bisschen heftig ist für Kinder. Und jetzt, wo ich die erste Staffel fertig geschaut habe, ich verstehe komplett, was du meinst. Es gibt teilweise wirklich Szenen, wo auch erwachsene Personen gefressen werden oder es wird irgendwas szeniastisch dargestellt. Wir sehen eine Bahn, die komplett leer ist, die aufgerissen ist und die Pteranodons picken aber eben noch mit dem Schnabel da rein und als Zuschauer merkst du eben, okay, da wird gerade jemand gefressen. Auch die Szenen, wo man dann kurz darauf anspielt, dass eine Person gefressen wird, wir sehen es nie richtig, es kommen auch nie wirklich Leidensschreie, aber wenn dann der Indominus Rex seinen Kopf hinter ein Gebüsch beugt und man sieht dann eben nur den Parkmitarbeiter, wie er noch so kurz um Hilfe bettelt und dann ist alles still, dann weiß man eben, was gerade passiert ist. Und das macht die Serie dann doch sehr clever, dass man als Zuschauer eigentlich ganz klar weiß, okay, hier sind gerade wirklich schlimme Sachen passiert, aber sie zeigt es doch sehr subtil. Eben auch, weil man hier darauf achtet, dass das Ganze sehr kindergerecht ist. Und da kommen wir jetzt auch hier zu einem kleinen Kritikpunkt, der mir schon wieder aufgestoßen ist. Und ich weiß, ich meckere gerade immer über das Gleiche. Ich muss es aber nochmal erwähnen, weil es endet nicht mit den Kritiken, die ich in meinem vorherigen Video schon mal genannt habe. Das habe ich dir mal hier oben verlinkt. Da habe ich schon so ein paar Sachen angesprochen, die ich einfach sehr blöd finde, generell am Jurassic World Franchise. Und in der Serie gab es jetzt noch eine Folge, die das einfach nochmal komplett unterstrichen hat. In dem anderen Video haben wir bereits besprochen, dass es dumm ist, eine Seilbahn zu bauen, wenn die Seilbahn nicht hoch genug ist, dass der größte Saurier, der unten durchlaufen sollte, unten durchlaufen kann, weil er eben höher ist als die Seilbahn. Das ist eine ziemlich dumme Idee, weil man auch in der Serie dann eben sieht, was passieren kann, wenn dieser Saurier zufällig gerade vorbeiläuft. Ist ziemlich gefährlich. Dann haben wir die Sache mit den Gyrosphären. Das ist eine ziemlich dämliche Idee zu meinen. Ja, lass die Parkbesucher einfach die Gyrosphären alleine durch die Gehege durchsteuern. Das würde niemand machen, weil das einfach nur dämlich ist. Es gibt dumme Menschen auf der Welt und das sollte man eben auch immer bedenken. Die Parkmitarbeiter in Jurassic Park sind inkompetent. Ohne Ende. Wir haben hier Sicherheitspersonal, die auf keinen Ernstfall vorbereitet sind. Wir haben hier zwei Leiter des Camp Kreidezeit, die einfach unverantwortungsvoll mit den Kindern umgehen und die einfach mal bei einer Herde Sauriern lassen, die gerade durchdrehen. Es gibt wirklich einige Dinge, die man hier bemängeln kann. Und dann kam in der vierten oder in der fünften Episode, da war da eine Folge gewesen, es war eine der letzten Episoden. Die waren sich sehr schön, da hat man dann gemerkt, dass man sich auch hier wirklich sehr viele Gedanken um das Buch gemacht hat, denn jede Folge fängt an mit Based on the Book of Michael Crichton und das ist wirklich so. Im Buch erfahren wir zum Beispiel auch, dass Biotech-Firmen daran arbeiten, dass man sich selber Zellen einpflanzen kann, um nach seinem Lieblingsduft zu riechen oder eben, dass sie Goldfische oder waren es Hechte, irgendwelche Fischarten wollten sie zum Leuchten bringen, damit sie besser erkennbar sind. Und hier sehen wir dann auf einmal Parasaurolophus, sind das Parasaurolophus, steinigt mich bitte nicht, wenn das falsch ist, die in einer Höhle leben, wie eine Attraktion einfach. Ja, da kann man dann mit dem Kanu durchfahren und plötzlich leuchtet alles und eben auch der Kopf von diesen Sauriern leuchtet, weil Dr. Who sie wohl mit einer Zellerweiterung bearbeitet hat, damit sie eben dieses Leuchten haben. Und das fand ich ganz cool. Das ist wirklich so ein Callback an die Bücher von Michael Crichton. Und hier muss ich Jurassic World an sich dann doch auch wieder loben. Das gesamte Konzept von Jurassic World, seien es auch menschliche Klone, sei es ein Indominus Rex, ein Indoraptor oder eben leuchtende Saurier, das basiert alles auf der Grundidee von Michael Crichton. Wenn dich das Buch interessiert, aktuell mache ich dann eine Buchbesprechung davon, gehe quasi kapitelweise vor und bespreche mit euch verschiedene Episoden. Ich habe dir mal den Link unten in die Beschreibung reingepackt, kannst du gerne mal reinschauen. Da gehe ich auf das Ganze noch ein bisschen näher ein. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Aber jetzt kommen wir hier zum nächsten ziemlich dummen Moment. Wir sehen eben, dass die Kinder in diesen Kanus rumfahren und
plötzlich spaltet sich der Weg. Ja, das gibt's wirklich. Also auch wir haben hier in der Nähe, beziehungsweise ein bisschen weiter weg, haben wir einen wunderschönen Ort, an dem man Kanu fahren kann. Und auch da bekommt man am Anfang gesagt, ey, hier gibt's Weggabelungen, folgt immer dem Weg, wo der Pfeil lang geht. Das ist der Weg, weil der andere Weg, der führt dann irgendwann zu so einem kleinen Wasserfall. Beziehungsweise würde dann das Kanu vorne an so Steinen eben stecken bleiben. Deswegen soll man einfach immer den Pfeilen folgen. Das ist hier auch der Fall. Allerdings passiert hier Folgendes: Wenn du es mal nicht schaffst, den Pfeilen zu folgen, mal unachtsam bist, landest du einfach im Mosasaurus-Gehege. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon wieder so unfassbar verantwortungslos. Wie kann man denn sowas überhaupt irgendwie da reinbauen? Ich habe mir gedacht, logisch gesehen, was macht das denn für einen Sinn, dass diese Kanufahrt im Mosasaurus-Gehege enden kann? Naja, vielleicht, weil es irgendwie eine Wasserzirkulation ist. Ja, das Wasser fließt vom Mosasaurus-Gehege durch diesen Park und dann wieder zurück und wie auch immer. Aber auch dann würde es einfach Sinn machen, da ein Gitter hinzumachen. Der große Unterschied zwischen meiner Kanu-Erfahrung und dieser Serie ist ganz einfach, wenn ich mal verraffen sollte, die richtige Abbiegung zu wählen, dann würde ich mit meinem Kanu einfach auf Land laufen oder schlimmstenfalls, es ist ein mini kleiner Wasserfall, da würde ich halt im Wasser landen. Das wäre nicht tödlich, aber ich würde in keinem Becken von einem weißen Hai oder ähnlichem landen. Wie in dem Fall eben vom Mosasaurus. Und das stößt dann immer wieder so ganz kurz auf. Und das sind Momente, ich hoffe, die lassen sich in den späteren Staffeln weg, weil ansonsten kann ich an der Serie so gut wie nichts aussetzen. Das ist wirklich super cool gemacht. Auch wie die Dinosaurier designt sind von der Animation her. Der Indominus Rex sieht in der Serie fast genauso aus wie im Film. Ich habe teilweise Bilder gesucht, auch für dieses Video, und da wusste ich nicht genau, okay, ist das jetzt ein Indominus Rex aus dem Film oder aus der Serie? Die sehen wirklich alle super cool aus. Den T-Rex haben wir noch gar nicht gesehen in der ersten Staffel, das fand ich ein bisschen schade. Und eben auch die Tatsache, dass wir parallel zur Hauptstory spielen. Das heißt, wir bekommen, das ist eigentlich genau das, was ich sehen wollte. In meinem ersten Video zur Serie habe ich noch gesagt, dass ich gerne eine Geschichte hätte von einer Gruppe, in dem Fall eben von den Kindern, die nicht merken, dass auf einmal Scheiße am Dampfen ist, dass der Park auf einmal eskaliert, dass hier plötzlich die Dinosaurier ausbrechen. Und genau das haben wir ja auch. Die Kids bekommen von nichts etwas mit, bis sie dann schließlich vor dem Indominus Rex stehen. Und dann merken sie so peu à peu, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Obwohl sie dann aus dem Mosasaurus-Gehege rauskommen und sie landen dann auf der Tribüne, die wir auch aus dem Film kennen, und auf einmal merken die, ey, wo sind denn die ganzen Leute hin? Hier ist einfach niemand mehr da. Und danach und nach können sie sich auch selber denken, okay, hier ist gerade wirklich irgendwas Schlimmes passiert. Die Saurier laufen frei herum, die Gehege sind zum Teil zerfetzt. Und so eine Geschichte wollte ich schon immer mal sehen. Eine Geschichte, die mir einfach einen ganz normalen Besuch erklärt, und während dem Besuch passiert dann eben das Unglück und der Park eskaliert und die Saurier brechen aus, und das bekommen wir hier eben auch. Sogar der Tod von Masrani wird hier nochmal adressiert, und das fand ich auch ziemlich heftig, weil wir sehen dann irgendwann die Szene, die wir auch schon aus dem Film kennen, wie der Indominus Rex quasi wegrennt und Masrani mit dem Helikopter hinterher, und dann brechen die Flugsaurier aber aus der Hubschrauber von Masrani stirbt ab und fliegt quasi in die Luft. Und auch das sehen wir hier nur eben aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive des Beobachters. Ja, im Film sind wir mitten in der Szene drin, hier sind wir weiter weg von der Kuppel und bekommen alles nur von außerhalb mit. Und auch das ist ziemlich cool. Also hat mir sehr gut gefallen, dass wir wirklich eine Parallelgeschichte zur Hauptgeschichte erfahren. Und ich muss sagen, diese Parallelgeschichte finde ich wesentlich interessanter als die Hauptgeschichte aus dem Film. Ein Kritikpunkt ist noch, dass mir alles ein bisschen zu schnell ging. Ich dachte, wir sehen ein bisschen mehr vom Park, weil was ich vom Park gesehen habe, das war wirklich sehr schön. Und ich habe in einem anderen Video auch schon kritisiert, dass mir der Jurassic World Park immer so ein bisschen klein vorkam. Mag sein, dass das eben falsch ist, aber so wie er rübergebracht wird, ist es für mich immer nur eine Straße gewesen, und links und rechts sind Einkaufspassagen. Und das war's. Und die Serie zeigt uns wesentlich mehr vom Park. Allerdings auch dann erst wieder, als schon wieder, naja, die Stimmung kippt. Wir sehen Parasaurolophus, glaube ich, sie sehen wir da, wie sie leuchten. Als der Park allerdings schon den Notstand ausgerufen hat und die Alarmsirenen überall tönen, dann sehen wir auch das Mosasaurus-Gehege nochmal. Wir sehen das Carnotaurus-Gehege. Also man geht hier schon auf wesentlich mehr Attraktionen ein. Ich hätte aber noch ein bisschen mehr gesehen. Und jetzt kommen wir ganz kurz zum Ende, und meine Hoffnung eben, weil die Kids kommen nicht von der Insel weg. Das heißt, sie bleiben auf der Insel stecken.
weil die Leute einfach abhauen und vor lauter Panik wird das auch ganz kurz nochmal erklärt, warum die einfach abhauen, weil dann kommen irgendwann dann die Verantwortlichen, also beziehungsweise die Teamleiter von Camp Kreidezeit tauchen dann irgendwann auf und sagen, ey, habt ihr irgendwo eine Gruppe von Jugendlichen gesehen? Dann sagt dann der andere Mitarbeiter, ey, wollt ihr mich eigentlich gerade verarschen? Hier laufen gerade 10.000 Leute an mir vorbei. Ich sehe hier permanent irgendwelche Jugendlichen. Und in diesem Chaos eben weiß man auch nicht, okay, sind die jetzt mitgekommen oder eben nicht? Sind die jetzt an Bord oder eben nicht? Und nee, sind sie nicht. Sie sind nicht an Bord. Sie bleiben weiterhin auf der Insel und ich hoffe, dass wir dann in der zweiten Staffel immer noch so ein paar Attraktionen mehr sehen, die dann wahrscheinlich ein bisschen verwilderter sind. Aber ich will noch ein bisschen mehr von dem Park sehen. Außerdem bin ich gespannt, ob man auch in Staffel 2 Parallelen ziehen wird zum zweiten Jurassic World Film. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und es gab dann eben noch einen kleinen Twist auch. Wir sehen hier, wie unser Angsthase, ich habe den Namen auch nicht auf dem Schirm, der größte Angsthase der Gruppe, der wirklich vor allem Angst hat. Gibt es auch einen sehr lustigen Dialog, wo ich wirklich lachen musste, wo dann auch jemand fragt, sag mal, warum bist du eigentlich im Jurassic World? Du hast doch Angst vor Sauriern. Und dann meint die andere, der hat vor allem Angst, der hat sogar Angst vor Sahne. Und dann fängt er an so zu zittern und sagt, oh, die bewegt sich auch so komisch. Finde ich ziemlich lustig. Wie gesagt, die Dynamik zwischen den einzelnen Figuren ist schon ziemlich geil. Und der entpuppt sich dann aber doch als Held, beziehungsweise er opfert sich dann, um die anderen Kids zu retten und fällt aus dem fahrenden Zug raus. Und ich dachte mir erst, okay, es gibt hier wohl Opfer unter den Kindern. Das ist heftig. Ganz so konsequent waren sie aber dann doch nicht, weil man sieht dann eben, wie der Junge am Boden liegt. Die Kamera schwenkt nochmal über ihn. Das ist so der typische Cliffhanger von einem Film. Und dein Finger zuckt noch so und dann weiß man, okay, er ist wohl noch am Leben. Und dann endet die erste Staffel auch schon. Ich muss sagen, mit nur 6 Folgen war es mir dann doch ein bisschen kurz, was eigentlich positiv ist, weil das heißt, dass es mir auch echt Spaß gemacht hat, die Staffel anzuschauen. Und ich bin echt gespannt auf die nächste. Wie viele Folgen die jetzt hat, weiß ich gar nicht, wie gesagt. Das wird auf jeden Fall, sobald ich mit Staffel 2 durch bin, auch davon eine Kritik geben. Aktuell gibt es, glaube ich, 4 Staffeln. Da freue ich mich drüber. Und ich bin wirklich gespannt, ob man hier einen Bogen schlägt zu Jurassic World Dominion. Würde jetzt Sinn ergeben. Nachdem ich das hier jetzt gesehen habe, denke ich schon, dass man da versucht, irgendwie einen Bogen zu schlagen. Und ob man die Figuren in Jurassic World Dominion sehen wird, ich gehe mal davon aus, nein, das wäre auch ein bisschen viel. Man muss immer daran denken, dass die Leute, die die Filme kennen, nicht zwangsweise auch die Serie kennen und eben auch umgekehrt. Und da müsste man ja wirklich diesen Haufen von neuen Figuren auch noch in den dritten Jurassic World Film mit einbauen. Und wir haben jetzt ja noch Lewis Dutchen, den wir erstmal einführen müssen, weil den auch jeder wieder vergessen hat. Ach, es wird schwierig. Ich hoffe, Jurassic World 3 wird keine Kacke. Aber um einfach mal eine kurze Wertung abzugeben zur ersten Staffel von Jurassic World Camp Kreidezeit. Ein fetter Daumen nach oben. Vielen Dank für eure Empfehlung, habe ich nicht gedacht, weil ich habe mir auch die ersten 3 Folgen, glaube ich, 2 oder 3 Mal angeschaut und war davon gar nicht überzeugt, wegen eben diesen seltsamen Entscheidungen, den Park so doof zu machen. Finde ich immer noch nicht gut, aber alles andere drumherum funktioniert einfach wirklich einwandfrei. Und ich freue mich auf Staffel 2 und bin jetzt mal auf eure Meinung gespannt. Habt ihr die Serie gesehen? Habt ihr die erste Staffel gesehen? Bitte spoilert mich nicht für die kommenden Staffeln. Das wäre super. Schreibt mir eure Meinung zur ersten Staffel in die Kommentare. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.